Heute werden mal wieder die Minecraft-Mobs im echten Leben eingefangen. Mit dabei sind einfach mal Mutanten, Zombies, Spider-Schweine und vieles mehr. Aber was ist euer Lieblingsmob in Minecraft? Schreibt's in die Kommentare und jetzt let's go. Und da sind wir schon unterwegs in der Welt von Minecraft und schaut euch das mal an, Freunde. Hier haben wir die wunderschöne Plattform und damit können wir einfach mal nach oben kommen. Okay, Freunde, aber bevor ich da hochkomme, ihr seht, irgendwie will der Knopf nicht gehen. Ihr müsst mir ganz kurz helfen. Lasst nochmal schnell einen Daumen nach oben da, damit ich auch diesen Knopf drücken kann. Genau, in 3, 2, 1 und... Ich hoffe, ihr habt alle geliked. Habt ihr geliked? Ihr habt geliked, Leute. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Okay, und wir starten schon mit was sehr Verrücktem. Und zwar einem Spider-Schwein, also ein Spinnenschwein. Ey, das sieht ja mal sehr verrückt aus. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das Ganze in Real Life aussehen wird. Dafür brauchen wir einmal ganz normales Schweinefleisch. Wir brauchen einmal Spinnennetze und wir brauchen einmal Spinnenaugen. Okay, die besorgen wir uns doch einfach mal, würde ich sagen. Und deshalb holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. Also ich sag mal so, ein bisschen Fleisch zu bekommen von einem Schweinchen, das wird nicht das Problem sein. Aber ich bin mal gespannt, wie es aussieht mit den Spinnen, weil die verstecken sich gut und gerne mal in den Höhlen. Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Holz. Das heißt, wir craften uns einfach mal, würde ich sagen, eine Spitzhacke und dann mit der Spitzhacke besorgen wir uns dann schon mal Stein-Equipment. Wir brauchen auch gar nicht mal so viel, aber Hauptsache so ein bisschen, dass wir auch durchkommen und dass wir jetzt nicht unbedingt am Limit leben. Und wir haben einfach mal aus Zufall Kupfer gefunden. Sehr schön. Okay, also da haben wir schon mal das Equipment. Dann würde ich sagen, zack und noch einmal zack. Also Steinspitzhacke, schöne Steinaxt und dann suchen wir einfach mal nach einem Schweinchen. Ich würde aber auch sagen, wir können ja einfach mal die Kühe mitnehmen, weil die sind ja jetzt sowieso gerade neben uns und wir haben dann auch noch die Möglichkeit, ein bisschen was an Fleisch zu bekommen, weil Fleisch werden wir auch benötigen. Wir spielen zwar auf der Schwierigkeit einfach, aber heißt ja trotzdem nicht, dass wir nicht etwas... Oh nein, wer ist er denn? Oh mein Gott, schau ich den an. Ey, Kollege, was machst du denn hier? Lass mich in Ruhe. Okay, okay, okay. Also ihr seht, auf jeden Fall haben wir den einen oder anderen, der uns töten möchte. Lol, was haben wir denn hier gefunden? Ein Pillager-Outpost. Oh mein Gott, okay. Ich gehe einfach mal nach oben, würde ich sagen, und schaue mal nach, ob wir hier oben nicht vielleicht sogar was Cooles finden können. Und wir haben hier, oh lol, ey, einigermaßen gute Sachen. Ein bisschen Holz, ein paar Pfeile. Können wir zwar nicht benötigen, aber selbstverständlich nehmen wir es trotzdem mit. Okay, Freunde, würde ich sagen, geht's jetzt hier einmal vorsichtig. Okay, das war nicht vorsichtig, aber wir hätten vorsichtig nach unten gemusst. Oh Gott, ey, Junge, entspann dich, ich will nicht sterben. Okay, das war sehr knapp. Oh nein, der nächste. Okay, wir flüchten, Freunde. Neuer Plan, wir flüchten. Ich nehme aber nochmal hier ganz kurz die weißen Blöcke mit. Ey, Junge, 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 entspann dich. Entspann dich. Okay, okay, okay. Eisengolem, er soll uns helfen, der Eisengolem. So, ich befreie mal ganz kurz hier den Eisengolem. Oh Gott, wir sind fast tot, wir sind fast tot. Helf uns doch, Mann! Wofür bist du denn hier? Ja, Eisengolem, er rettet uns. Sehr schön. Aber gut, Freunde, genug rumgetrödelt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, denn wir suchen ja immer noch nach einem Schweinchen. Und ich sehe da hinten, da sind doch Schweinchen. Okay, der rennt mir jetzt nicht ernsthaft hinterher. Der hat doch keine Hobbys, Mann. Was ist los mit dem? Okay, dann würde ich sagen, wir nutzen noch mal ganz kurz die Zeit und machen uns hier ein paar Brote, weil das benötigen wir uns, benötigen wir sowieso. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt genug Fleisch gedroppt bekommen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Und wir sehen, ja, das ist easy, Leute, das ist easy. Dann gehen wir jetzt noch in eine Mine und ich hoffe mal, dass wir dann dort die Spinnensachen finden. Das ist ja gar nicht mal so viel. Und die richtige Mine habe ich, glaube ich, auch schon dafür gefunden. Schaut euch das mal an, alter Schwede. Und ich sehe da sogar schon ein paar Spinnen, die auf jeden Fall darauf warten, von uns angegriffen zu werden. Ich besorge mir aber nochmal ganz kurz etwas Kohle und mache daraus Fackeln. Weil so können wir vorsichtig hier runtergehen. Und ich bin mal gespannt, Freunde. Können wir jetzt hier die Sachen bekommen, die wir benötigen? So, okay. Wir müssen hier halt vorsichtig rangehen, weil die Spinnen scheinen auf jeden Fall hungrig zu sein. So, weg mit euch, weg mit euch. Oh Gott, die machen echt viel Schaden. Okay, die haben jetzt nichts gedroppt. Wir brauchen, wie gesagt, Spinnennetze. Ja, Spinnennetze und noch das Auge. Das Auge auch noch, komm, komm. Oh Gott, hat glaube ich, jemand ein Auge gedroppt, ne? Ich meine schon, ja, ich habe das Auge gesehen. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt alles, was wir benötigen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach oben. Und ich meine, das Fleisch mussten wir auch gar nicht durchbraten. Das ist ja dann eigentlich perfekt. Deswegen, ich hätte auch die Crossbow nutzen können, fällt mir gerade ein, ne? Egal, ist ja auch halb so wild. Aber Freunde, schauen wir mal nach. Denn, wie gesagt, ich meine, wir benötigen keine
Kein gebratenes Fleisch und es stimmt. Okay, dann werfen wir das hier herein. Dann einmal hier das Spinnennetz. Beziehungsweise Seide. Ich sag die ganze Zeit Spinnennetz. So, und, ach komm, ich wär, was soll der Geiz, Leute? Einfach rein damit, so, drücken den Knopf. Und jetzt bin ich echt gespannt. Also so ein Spinnenschwein im echten Leben, das sieht einfach mal so aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Schaut euch das mal an. Das ist ja mal wirklich ein Spinnenschwein im echten Leben. Sieht sehr gruselig aus. Besonders hier oben, seht ihr da, da sind auch so Spinnen drauf. Okay, also sehr, sehr komisch. Ein bisschen gruselig. Aber okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir sofort weiter mit der nächsten Sache. Aber ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Essen, was wir braten. Egal, machen wir gleich. Und zwar haben wir hier einfach mal einen Pufferfisch. Na, der ist ja cool. Okay, was brauchen wir für einen Pufferfisch? Wir brauchen einen Wassereimer, eine Wasserflasche und eine Angel. Und wir haben genau... Oh mein Gott, ey, wir haben perfekt zwei Seide. Wir haben perfekt zwei Seide, Freunde. Das ist sehr gut. Das heißt, die Angel kann ich ja jetzt schon mal machen. Zack. Die haben wir dann schon mal fertig. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Ah, die Wasserflasche. Ah, okay, gut. Also ein paar Sachen müssen wir noch besorgen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Mine reingehen. So eine Wasserflasche zu bekommen, das wird jetzt keine Kunst. Wir brauchen allerdings nochmal ein paar Steine, weil wir halt einen Ofen machen müssen. Glas brauchen wir auch, deswegen baue ich mal Sand ab. Aber das sollte eigentlich relativ flott gehen. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. So, das sollte eigentlich genügen an Sand. Und da sind jetzt auf einmal super viele Schweine. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, tauchen sie natürlich immer alle auf. So, und dann holen wir uns nochmal ganz schnell Cobblestone ab. Denn wir müssen uns, wie gesagt, noch einen Ofen machen. Aber auch Eisen darf ich nicht vergessen. Weil Eisen werden wir benötigen für den Eimer. Dann haben wir nämlich den Wassereimer. Und den werfen wir dann auch noch rein und sehen dann, wie der Pufferfisch aussieht. Okay, 16 Cobblestone sollte auch ausreichen. Dann geht es jetzt wieder ab nach oben, beziehungsweise ab in eine vernünftige Mine. Okay, ich bin jetzt hier wieder in einer anderen Mine gelandet. Ey, hier sind so viele Minen am Start. Aber ich glaube, hier sollten wir doch bestimmt Eisen finden können. So ein bisschen doof, weil hier auch einiges unter Wasser ist. Das scheint Kupfer zu sein. Hier geht es aber auch weiter. Dachte ich zumindest. Okay, hier geht es anscheinend doch nicht weiter. Ich bin jetzt hier an der Mine, wo wir vorhin schon einmal waren. Und wir schauen mal nach. Ah, guck mal. Hier zwischen dem Kupfer verbirgt sich auch ein bisschen Eisen. Das passt doch echt perfekt. Dann nehmen wir das einfach mal mit. Und dann werden wir dieses Eisen benutzen, um einfach mal uns einen Eimer zu machen. Und dann haben wir auf jeden Fall auch schon alles, was wir brauchen. Ich denke mal, dann geht es jetzt hier wieder ab nach oben. Da bin ich aber auch echt gespannt. So ein Pufferfisch, oh mein Gott. Es wird aber auch noch ein Mutanten-Zombie folgen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Freunde. Auf den Mutanten-Zombie bin ich echt schon gespannt, wie der aussehen wird im echten Leben. Okay, also Kohle wird jetzt hier reingeschmissen und Eisen wird hier reingeschmissen. Und drei Eisen wäre dann auch am Start. Sehr schön, ja... Jetzt müssen wir, stimmt, Glas darf auch nicht fehlen, habe ich jetzt voll vergessen, ne? Glas brauchen wir noch, weil, wie gesagt, wegen der Glasflasche und dann können wir auch beides in einem Zug unten abholen, also Wasser, das sollte passen. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie viel Glas wir benötigen für so eine Glasflasche. Ich meine, es waren drei. Es kann aber auch fünf sein. Gucken wir einfach mal nach und es waren tatsächlich drei, wie ich es vermutet habe. Okay, dann geht es jetzt einmal nach unten. Wir holen uns einmal hier den Wassereimer, einmal die Glasflaschen. Perfekt. Das heißt, wir haben alles und können jetzt auch schon das zweite Mob im echten Leben anschauen. Wir werfen mal die Sachen herein. Also hier, das brauchen wir und die Angel haben wir ja schon gemacht. Also einmal hier rein, Wassereimer. Einmal Wasserflasche und einmal die Fishing Rod. Okay, Freund. Oh Gott, die wollte nicht reinfliegen. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist sie drinne. Knopf wird gedrückt. Na, dann schauen wir mal nach, Freunde. Wie sieht der Pufferfisch im echten Leben aus? Und das ist er einfach mal. Oh mein Gott. Der Pufferfisch sieht auf jeden Fall richtig verrückt aus. Der, ja, der freut sich auf jeden Fall, Freunde. Der freut sich auf jeden Fall und der sagt, glaube ich... Was sagt der? Ah, Like nicht vergessen, Leute. Er sagt nochmal schnell ein Like da lassen, Freunde. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann like das Video. Dann ist der Pufferfisch auf jeden Fall auch glücklich. So, Freunde, dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem wandernden Villager. Oh mein Gott, da bin ich echt gespannt drauf. So, der wandernde Villager, was möchte der haben? Eine Kiste Emerald und ein Buch. Okay, tatsächlich haben wir schon Leder für das Buch. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Ja, Kiste kriegen wir auch sehr flott hin. Ja, ein Emerald zu finden, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber
Ja, ist auch kein Drama. So, das heißt, Kiste ist schon mal am Start. Dann benötigen wir auf jeden Fall Zuckerrohr, weil aus Zuckerrohr können wir uns dann, wie gesagt, das Buch machen, beziehungsweise die Seiten und dann halt das Buch anschließend. Und sonst habe ich was vergessen, genau, den Emerald, ja, da müssen wir ein bisschen in der Mine durchstöbern. Und mir fällt gerade auf, wir brauchen auf jeden Fall auch Eisen. Das Problem ist nämlich, Emeralds können wir ohne Eisen natürlich gar nicht abbauen. Deswegen werde ich jetzt mal ganz schnell hier das Eisen nehmen, was wir noch hatten, und daraus eine Eisenspitzhacke machen. Okay, jetzt haben wir drei Eisen, aber wir haben kein Holz. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Wir nehmen einfach den Crafting Table mit, besorgen uns ganz schnell nochmal neues Holz. Das ist jetzt das kleinste Problem, Freunde. So, deshalb Eisenspitzhacke wird jetzt hier gemacht. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Holz, würde ich behaupten. Zack, hier nochmal Eisenspitzhacke und let's go, Freunde. Ja, ich würde sagen, dann geht's jetzt ab in die Mine. Okay, ich bin jetzt in dieser Mine, wo wir vorhin schon einmal drin waren. Alter, ist die gigantisch, ne? Besonders, wie weit die einfach mal nach unten geht. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Eisen gefunden. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht benötigen wir das ja nachher noch. Man weiß ja nie, Freunde. So, hier aufpassen, bloß nicht in Lava fliegen. Kohle können wir auch nochmal mitnehmen. Kann ja sein, dass wir das auch nochmal benötigen. So, zack, Kohle. Da mache ich nochmal ein paar Fackeln, weil so viele haben wir gar nicht. Okay, sehr gut. Ich höre Zombie-Sounds. Ich höre eigentlich alle möglichen Sounds. Oh ja, komm. So, einmal in Lava rein mit dir. Sehr schön. Okay, hier sehe ich schon einen leuchtenden Tintenfisch. Aber es geht weiter nach unten, Freunde. Es geht noch viel, viel weiter nach unten. Ich sehe gar nicht, wo es hier entlang geht, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall sehr weit nach unten. Okay, anscheinend ist jetzt hier doch Ende oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Redstone haben wir hier auch schon gefunden. Das ging ja echt zügig. So, eins muss man der Mine auf jeden Fall lassen. Die ist wirklich gigantisch. Das ist der Wahnsinn. Aber bislang immer noch erfolgslos ohne Emeralds. Also die Emeralds wollen leider hier nicht erscheinen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Also wirklich sehr, sehr viel Redstone. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass mich... Hier, komm, wir nehmen jetzt einfach die Crossbow, zack. Boom. Nein, ich habe daneben geschossen. Komm, jetzt aber. Es kann doch nicht sein, dass ich hier gegen ein Skelett... Alter, der hat mich was down gemacht, Junge. Okay, okay, okay. Ich muss ein bisschen zurück, Leute. Ein bisschen zurückrudern. So, ich finde, wie gesagt, alles, aber nicht die Sachen, die ich brauche gerade. Und ich laufe jetzt hier gerade schon echt ein Weilchen durch die Mine, was mich echt ärgert. Redstone, wie gesagt, nehme ich einfach trotzdem mal ein bisschen mit zumindest. Und das sind Dias und Emeralds. Beides an einem Punkt. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben sogar Dias, die wir aber eigentlich eh nicht brauchen. Also jetzt, ne, wir können uns damit was craften, aber wir brauchen es jetzt nicht irgendwie für einen wandernden Villager. Aber egal, wir haben die Emeralds gefunden. Das ist das Wichtigste. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Aber wir brauchen immer noch Zuckerrohr für die Bücher. Ich muss sagen, so viel Zuckerrohr ist jetzt hier auch gar nicht zu holen, aber ja, drei reicht, soweit ich weiß, nicht aus, oder? Täusche ich mich gerade? Wir bekommen daraus nämlich drei Papier. Doch, es müsste ausreichen, wenn wir jetzt Leder reinpacken. Doch, wir haben das Buch, sehr gut. Sehr gut, okay. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Und ich bin gespannt, weil wie wird der wandernde Villager aussehen im echten Leben? Also, dann müssen wir einmal die Kiste reinwerfen, einen Emerald, zack. Und zack, sehr schön. Und rein damit. Und der wandernde Trader, ich habe die ganze Zeit Villager gesagt, sorry. Der wandernde Trader sieht im echten Leben einfach mal so aus. Oh mein Gott, Freunde, der sieht wirklich richtig präzise aus. Also er sieht wirklich genauso aus, wie man sich den vorstellen würde im echten Leben. Meiner Meinung nach. Hier sogar noch so ein paar schöne Emeralds in der Tasche an der Seite. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Auch ganz cool, das Lama mit diesem Tuch auf dem Kopf. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Und es ist der Warden, den wir am Start haben. Okay, was braucht denn der Warden? Er braucht einen Dia, den wir gerade gefunden haben. Und Skalk. Okay, das wird also ein bisschen nervig. Aber immerhin haben wir ja schon mal den Dia gefunden. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal ab in die Mine. Aber davor brate ich nochmal ein paar Sachen hier durch im Ofen, weil sonst könnte das ein bisschen nervig werden. Ich habe keine Kohle. Och nein. Also ich habe mich jetzt gefühlt bis zum Ende der Map durchgebaut, aber ich habe Skalk gefunden. Das ging eigentlich relativ, ja, zügig, kann man das so sagen. Ja, Problem ist nur, man kann die Blöcke gar nicht abbauen. Das ist doch total lost. Was soll ich jetzt machen? Ich bekomme die Blöcke doch gar nicht. Okay, Freunde, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte versuchen, die Skalk-Sensoren mitzunehmen. Das könnten wir versuchen. Ich muss hier natürlich nur ein bisschen vorsichtig sein. Oh Gott, das sind sofort zwei Skalk-Sensoren. Kann ich die überhaupt mitnehmen? Die kann ich auch nicht mitnehmen. Leute, das ist ja komplett lost. Und was ist damit? Kann ich das mitnehmen? Oder brauchen wir die? Das geht alles nicht, Freunde. Das Ding ist halt, ich bräuchte theoretisch Silk Touch, die Verzauberung. Aber das Problem ist, als ob ich jetzt irgendwie Silk Touch bekomme. Ich würde sagen, ich packe mir das einfach mal auf die Spitzhacke, weil anders geht es jetzt auch nicht. So, und ihr seht, da habe ich es drauf. Jetzt gucken wir nochmal nach. Und jetzt funktioniert es auch okay, Freunde. Ja, es ging jetzt halt nicht anders, ne? Wenn ich jetzt nach einem Silk Touch Buch gesucht hätte, da wären noch Jahre vergangen. Und wir wollen jetzt den Warden im echten Leben sehen, deshalb ab nach oben. Aber ich sneak mal ein bisschen, dass jetzt hier kein Warden erscheint. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und jetzt einmal die zwei Skalk-Blöcke hier reinwerfen. Zack und zack. Den Diamanten reinwerfen. Und dann drücken wir drauf. Und der Warden im echten Leben sieht einfach mal so aus. Was ist denn das für eine mysteriöse Gestalt? Also das sieht ja mal wirklich sehr, sehr gruselig aus. Oh ja, dieser Gestalt will ich auf jeden Fall nicht im echten Leben begegnen, weil es so gruselig aussieht. Aber auf jeden Fall ist das ein Warden in Real Life. Und ich würde sagen, es geht weiter mit dem Mutanten-Zombie. Da bin ich jetzt auch mal echt gespannt. Okay, dann schauen wir mal nach. Wir brauchen nämlich Milch, Bone Meal und Rotten Flesh. Oh mein Gott, haben wir. Wir haben Rotten Flesh. Wir haben einen Knochen, aber wir haben keine Milch. Aber wir haben drei Eisen. Aber wir haben nichts, womit wir das. Ah doch, wir können es durchbraten, okay. Ah, warte mal. Gerade voll vergessen, dass wir Holz haben. Dann hätten wir unser Essen auch durchbraten können. Ja, egal. Gut, wir haben genau drei Eisen, es passt perfekt. Dann müssen wir wirklich nur noch Milch besorgen. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil Milch. Man sagt ja, Milch soll stark machen. Wahrscheinlich sollen wir deswegen dem Mutanten einen Milcheimer bringen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. So, das packen wir jetzt einfach mal alles hier hin. Und dann craften wir uns sofort den Eimer. So, Crafting Table habe ich ja am Start. Deswegen zack und ab nach unten. Eine Kuh war ja, glaube ich, irgendwo rechts, wenn ich mich nicht täusche. Dann können wir nämlich von dieser Kuh sofort die Milch mitnehmen. Das wäre natürlich super. Ja, und kaum benötige ich eine Kuh, finde ich keine mehr. Aber hier brennt einfach mal alles ab. Ah, da ist eine Kuh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde. Wir haben die Milch mitgenommen. Und dann geht es jetzt wieder ab zum Mutanten-Zombie. Ich bin sehr gespannt, wie ein Mutanten-Zombie einfach mal im echten Leben aussehen wird. So, alle Sachen wurden zusammengetragen. Und jetzt werfen wir das Ganze einfach mal herein. So, also wir benötigen, wie gesagt, die ganzen Sachen hier. Milcheimer reingeworfen, Bone Meal reingeworfen, Rotten Flesh reingeworfen und ab geht die Post. So, nochmal ganz schnell was essen und dann sehen wir einfach mal den Mutanten-Zombie im echten Leben. 3, 2, 1 und oh mein Gott, das ist einfach mal Hulk. Was? Aber der sieht ja wirklich super ähnlich aus, wenn man mal überlegt, dass ein Mutanten-Zombie fast genauso aussah in Minecraft. Also die haben so eine krasse Ähnlichkeit. Das hätte ich nicht erwartet. Hulk ist also einfach mal ein Mutanten-Zombie in Minecraft. Und wenn ihr weitere solche Videos sehen möchtet, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Bis dann und ciao.